Ein Satz, der bei mir alles verändert hat. Und damit herzlich willkommen in der heutigen Podcast-Folge im Podcast Mobbingfrei. Dein Host Jannik Heile wieder mit dabei und schön, dass du auch wieder mit am Start bist und hier fleißig zuschaust oder auch zuhörst, was auch immer du gerade machst. Deswegen vielen Dank hier schon mal am Anfang für deine wertvolle Zeit, die du hier investierst, für dich und deine Familie, um jetzt mal nochmal für ein paar Inspirationen und Motivationen zu sorgen, um gewisse Herausforderungen im Alltag einfacher zu machen. Deswegen lass uns auch direkt reinstarten und keine Zeit verlieren. In der letzten Podcast-Folge hatte ich am Ende ganz kurz so diesen Punkt auch angeschnitten, weil wir ja auch das Thema Liebe hatten, was positiv und negativ zum Beispiel auch damit so ein bisschen zu tun hat. Dabei wollte ich da noch gar nicht so viel verraten, weil ich wusste, ach, das Thema habe ich mir für die nächste Podcast-Folge doch schon vorbereitet. Deswegen mag ich hier da mit reingehen. Und ich habe zu Beginn gerade was ganz Wichtiges gesagt. Ein Satz, der bei mir alles verändert hat. Ich bekomme sehr oft immer die Frage, Jannik, mein Kind, das denkt so negativ und es ist so schlecht gelaunt und wie sollen das überhaupt irgendwann positiv wieder lernen können zu denken? Und das ist eine Sache, die auch in unseren Familienseminaren oder Workshops immer und immer wieder hochkommt, wenn wir gewisse Selbstbewusstseinsthemen auch durchgehen. Dann kommt immer wieder die Frage, ja Jannik, aber mein Kind, das denkt so negativ über sich. Das ist alles so blöd und wie soll es denn das jemals lernen? Und darauf gebe ich eine Antwort immer und immer wieder und die mag ich dir jetzt hier verraten. Und diese Antwort, um auch hier wieder, und um was geht es am Ende wieder, um eine andere Perspektive zu sorgen. Und die andere Perspektive, für die wir sorgen dürfen, ist wegzugehen von, oh Gott, ja mein Kind denkt so negativ und ist so schlecht und alles und denkt halt so schlecht über sich selber. Und viele Eltern verzweifeln an diesem Gedanken. Was wir aber nicht oder manchmal nicht beachten, ist dieser Punkt, auch dieses Kind hat irgendwann mal angefangen, negativ denken zu lernen. Oh, vielleicht macht jetzt gerade mal so ein bisschen Klick, 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 ich sag's nochmal. Irgendwann hat dein Kind auch mal angefangen, negativ denken zu lernen. Warum? Auch irgendwann in meiner Mobbing-Karriere, wie auch immer wir sie nennen wollen, gab es damals in der Grundschule diesen einen Satz, der alles verändert hat. Und in der Grundschule wurde ich das erste Mal mit diesem Satz konfrontiert, Jannik, irgendwie bist du komisch, irgendwie bist du anders. Was ja grundsätzlich erstmal okay ist, mittlerweile mit da verständnisvoll rangehen, was ich damals in der Grundschule nicht konnte, dann wissen wir, gut, jeder Mensch ist anders. Leider wurde mir dieses Gefühl mega negativ vermittelt, sodass sich dieses, oh, ich bin anders, sich so krass in mein Leben implementiert hat. Und das war ein Satz, der Auslöser von so vielen Sachen war. Aber es hat mit einem Satz angefangen, der hier oben in den Kopf kam, der aber von außen in mein Gefäß reingegeben wurde und ich diesem Satz die Erlaubnis gegeben habe, meine Gefühle zu verletzen. Ja, es war ein Satz, mit dem alles angefangen hat. Viele Jahre später war es auch dann wieder ein Satz, der auch hier wieder alles verändern sollte. Dazu am Ende ein bisschen mehr. Aber erstmal mag ich auf diesen Punkt eingehen. Dadurch habe ich angefangen, negativ im Leben zu denken. Durch diesen einen Satz, der reingekommen wurde. Und ich diesen Satz die Erlaubnis gegeben habe, in mein Feld, in meine Welt, in mein Universum einzutreten. Und das, was gesagt wurde, von anderen Menschen angefangen habe zu glauben. Das als meine Wahrheit gesehen zu haben. Und damit bin ich raus in die Welt gegangen. Deswegen übrigens hier mal so ein kleiner Auflöser. Vielleicht, wenn du dich schon ein bisschen viel mit uns beschäftigst, dann weißt du, es gibt so dieses eine Sprichwort, diesen einen Leitsatz, den ich immer und immer wieder hervorbringe. Und dieser Leitsatz nennt sich Anders ist das neue Cool. Und diesen Satz habe ich mir damals in meiner Jugendzeit selbstständig kreiert, weil ich anfangen wollte, das, was ich da in mir hatte, mal ganz anders umzuformulieren. Und deswegen Anders ist das neue Cool. Weil dieses Wort Anderssein damals mein Auslöser von allem war. Und am Ende meine größte Stärke wurde. Anders ist das neue Cool. Es war dieser eine Satz. Jannik, irgendwie bist du anders, irgendwie bist du komisch. Der diese Negativitätsspirale ausgelöst hat. Und dann immer weiter runter. Und ja, ich immer weiter runter gelaufen bin, gerutscht bin. Der sich komplett durchs Leben durchgezogen hat. Und dann fangen wir an, negativ zu werden. Warum? Weil wir dann diesen einen Satz angefangen haben zuzulassen. Und dann wurde einmal die Mauer durchbrochen und dann kam das eine nach dem anderen.
Deswegen, wenn ihr vielleicht mal eure Situation reflektiert und mal schaut, hey, was ist denn gerade alles schon so in den letzten Monaten, vielleicht auch Jahren irgendwie passiert? Es gibt diesen einen Schlüsselmoment, wo irgendetwas anders war, wo irgendetwas in das Feld getreten ist, was ab dem Moment dann angefangen hat, Step by Step alles zu verändern. Und ich mag euch damit diesen Mut geben. Weil wenn alles angefangen hat mit einem mega blöden Satz, der dafür gesorgt hat, dass es dann deinem Kind so schlecht ging, kann es am Ende auch wieder dieser eine Satz sein, der für einen Klickmoment sorgt, der dann auch durch die Mauer durchkommt, in unser Feld reinkommt, der dafür sorgt, dass wir anfangen, all das, was wir im letzten Jahr gedacht haben, umzudenken. Genauso war es bei mir. Es war dieser eine Satz, der alles verändern sollte. Beziehungsweise vielmehr auch dieser eine Gedanke, wie auch immer man das sehen möchte. Und dieser eine Gedanke, den ich damals in meinem Jugendalter entwickelt habe nach, und viele wundern sich immer, boah, Janik, das kam aber plötzlich. Naja, ich sage immer, gut, der Gedanke hat 10 Jahre gereift, bis er zu mir kam. 10 Jahre hat es gedauert, bis es in meinem Kopf Klick gemacht hat. Und es gab da einen Moment mit 16, 17 ungefähr, gerade da so am Anfang, als auch meine Schulzeit immer und immer näher trat, wo am Ende da eine Sache in meinen Kopf kam. Und das war dieser Satz oder der Gedanke von Hoffnung. Dieser Gedanke von, und eigentlich hast du es all die Jahre immer versucht, allen recht zu machen und konntest es eh nie allen recht machen. Und hast dabei aber eine wichtige Person vergessen, wonach du bei all den anderen Jahren versucht hast, es recht zu machen. Dir selbst es recht zu machen. Und das war für mich dieser eine Satz, der hochkam, der entwickelt wurde, der bei mir ab dem Moment alles verändert hat. Weil dann diese Power, diese Stärke rauskam mit, und jetzt mache ich es mir mal recht. Jetzt gehe ich weg davon, es anderen irgendwie recht machen zu wollen, weil klappt ja eh irgendwie nicht über die letzten Jahre, sondern mach's jetzt mal der Person recht, die es am meisten verdient hat. Und das war in dem Moment ich. Und dieser eine Satz, dieser eine Gedanke damals hat dafür gesorgt, die Dominosteine ins Laufen zu bringen, weil es muss nur ein Dominostein umgekippt werden und alle anderen gehen mit, wenn sie richtig aufgebaut sind. Ja? Und deswegen, es kann ein Satz sein, der alles verändern kann. Sowohl positiv, auch als negativ. Aber das Wichtigste, was ich euch hier in dieser Podcast-Folge damit mitgeben möchte, ist, egal wie negativ ein Kind gerade ist, ey, wenn so ein Kerl wie ich nach so 10 Jahren schlimmsten Mobbing und blöde Schulzeit, keine Freunde, Ausgrenzung, niemanden um sich hatte, das irgendwie schaffen kann, einen positiven Satz ins Leben zu lassen und den dann voll auszuleben, ey, was könnt dann ihr als Familie mit der richtigen Unterstützung? Lerne von Menschen, die da sind, wo ihr hinwollt. Hatte ich damals leider nicht. Und euch reiche ich die Hand, wo ihr annehmen dürft. Und wie? Hier unten in der Beschreibung findet ihr den Link zu unserem Familienseminar, was jetzt im Februar dann wieder stattfinden wird. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir beide einfach mal 2 Stunden miteinander verbringen. Das machen wir komplett kostenlos für dich, für dein Kind und für die Jugend deines Kindes. Weil eine glückliche Schulzeit hat es verdient. Und diesen positiven Satz, den können wir beide jetzt anfangen zu kreieren und in das Leben eurer Familie zu implementieren. Und dann wird's schön, dann wird's leicht und dann kommt eine Harmonie und dann wird's spannend. Und in diesem Sinne würde ich einfach sagen, vielen Dank fürs Zuhören, für deine Zeit und dass du mir das Wertvollste eben auch geschenkt hast, deine Zeit. Dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge. Gib gerne einen Daumen hoch oder eine 5-Sterne-Bewertung, wenn ihr auf iTunes hört. Ansonsten auch hier, wenn ihr bei YouTube dabei seid, gerne einen Daumen hoch. Und schreibt doch gerne mal einen Kommentar, was vielleicht der größte Aha-Moment für euch war. Ansonsten würde ich sagen, sehen und hören wir uns hoffentlich in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.